So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist soweit. Wir haben wieder mal die Auflösung von der letzten 7 Tage, 7 Stops Folge. Immer noch diese Trilogie aus Bürden, denn wir haben in Bürden mehr als 7 Stops gefunden. 21 waren es dann sozusagen insgesamt, deswegen haben wir das in 3 Folgen aufgeteilt. Da in Bürden leider kein Empfang ist, mussten wir das von außerhalb einreichen und ich werde es auch von außerhalb bewerten und zeigen, was ging durch, was ging nicht durch. Ich habe dafür Screenshots gemacht, also nicht wundern. Ist ein bisschen anders, normalerweise sind wir ja vor Ort beim Einreichen und vor Ort beim Zeigen, wie der Stop im Spiel ist. Wir müssen uns aber anpassen, ihr wisst, Corona, ne? Da muss man von zu Hause die Stops einreichen. Und den ersten Stop, den wir hatten, war das Big Bug Motel. Richtig genialer Name, oder? Findet ihr nicht? Wurde natürlich abgelehnt, ne? Sah auch ziemlich schäbig aus. Einziges Insektenhotel in Bürden, haben wir hier geschrieben. Foto ist an sich okay, aber es ist so zugewildert und dann war das in so einem umzäunten Gebiet noch. Ihr seht auch auf dem Umgebungsfoto hier, dann erkennt man einen Zaun und das sei jetzt nicht wirklich das sicheres Betreten, alles mögliche. Also mir war eigentlich schon klar, dass der abgelehnt wird. Wir haben es aber trotzdem mal probiert, haben den eingereicht, sind jetzt nicht sonderlich überrascht. Was mich überrascht hat, war in der letzten Folge der Brunnen, der wirklich nach nichts aussah und alle gesagt haben, das wird nix. Aber der ging auf einmal durch. Also ihr seht, es gibt immer wieder Überraschungen. Dass der Bolzplatz abgelehnt wurde beim letzten Mal, habe ich natürlich nicht verstanden. Aber es geht weiter, denn wir hatten die Willkommenstafel in der Dorfmitte. Die sieht auf jeden Fall richtig prächtig aus, aus Holz, richtig sichtbar für jeden, der vorbeifährt. Sticht ins Auge, willkommen in Bürden zum Backhausfest am 24.08. Das untere, die unteren zwei wechseln natürlich, aber das Schild an sich steht ja immer da. Das ist jetzt nicht wie so eine Infotafel, die da rumsteht. Das ist ja trotzdem ein Willkommensschild. Trotzdem wurde das erstmal abgelehnt. Ihr seht auch hier das Umgebungsfoto. Das hängt so mitten auf der Straße rum. Aber der Xtreme hat sich natürlich nicht lumpen lassen, hat ihn nachträglich einfach nochmal eingereicht. Und dann wurde er auch angenommen. Er wurde also erst abgelehnt und dann wurde er angenommen, aber das Insektenhotel, das braucht man nicht nochmal einreichen, das ist Quatsch, aber sowas, da hat man sich natürlich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, hat er nochmal nachgewirkt und der ist auch durchgegangen, haben aber viele auch damit gerechnet. Dann haben wir die Abschiedstafel in Bürden, auf Wiedersehen in Bürden steht da einfach, das also die war hinten bei dem Teich, ist akzeptiert auf jeden Fall. Ihr habt auch das Umgebungsbild, ihr seht, da ist die Straße. Direkt, wenn ihr weiterfahrt, seid ihr schon wieder aus dem Ort raus. Sollte eigentlich durchgehen, ist auch durchgegangen, ist aber nicht im Spiel erschienen, weil der Abstand zu dem anderen Spot, der noch da war, wohl zu gering war. Da haben wir nicht richtig aufgepasst, ist akzeptiert. Weiß ich nicht, ob man den jetzt nachträglich verschieben kann, dass der noch erscheint oder wie man das macht. Aber auf jeden Fall solche Willkommenstafeln, Abschiedstafeln, irgendwelche Tafeln, gerade so kleinere Dörfer, Käfer, haben da eigentlich immer was stehen. Dann haben wir die Anlagenordnung Waldsee Bürden. Es gab also diesen See, ihr wisst, das ist Natur, wenn ihr ein Bild von dem See macht, keine Chance. Wenn ihr ein Infoschild zu dem See habt, reicht das ein, haben wir hier gemacht. Waldsee Bürden. Die Anlagenordnung, schön das Schild, ganz groß, dann nochmal mit Umgebung ein Stück dahinter, dass man auch den See nochmal sieht. Ne? Und der wurde nicht nur akzeptiert, der ist auch eine Arena geworden, besetzt von Team Gelb. Ihr seht auch hier nochmal Anlagenordnung, Waldsee Bürden, sieht also sehr gut aus. Haben wir auch durchgeboxt, wir haben in der letzten Folge bei den ersten 7 Stück auch schon 2 Arenen bekommen in Bürden. Da war wirklich nichts. Und dann haben die plötzlich 2 Arenen gehabt, jetzt mit der Anlagenordnung, also die 3. Arena in Bürden. Dann neben der neben dem Waldsee gab es dahinter auch die Waldseebühne Bürden. Sah zwar ein bisschen abgefuckt aus, auch durch die ganzen Pflanzen, das ganze Unkraut, den ganzen Wusel. Aber finde ich auch sehr schönes Bild und es gibt... Habt ihr irgendwo schon mal so eine Seebühne gesehen oder irgendwelche Bühnen in irgendwelchen Dörfern? Da wird ja trotzdem, wurde davor immer getanzt, da wurde Musik gespielt, das ist erbaut worden, das kann man sich mal angucken, ist meiner Meinung nach was wert. Haben wir also gemacht, haben wir eingereicht, ist auch akzeptiert. Hier nochmal Umgebungsbild, ihr seht, für den Stop
ist das einfach nicht in Szene gesetzt. So ist es in Szene gesetzt. So seht ihr noch mehr von der Umgebung und man sieht den Stop auch selber mit. Das sage ich jedes Mal, wenn ihr Stops einreicht, achtet darauf. Setzt den Stop in den Mittelpunkt und beim Umgebungsbild macht, dass der Stop noch zu sehen ist, aber man drumherum auch etwas erkennt. Viele würden sowas als Stop einreichen und als Umgebungsbild dasselbe auch noch. Würde ich schon ablehnen einfach, weil da kein Unterschied ist. Hat es also auch ins Spiel geschafft, auch eine gute Sache. Seht ihr hier, Waldsee, Bühne, Bürten, ein Pokestop geworden. Und dann haben wir die Steganlage mit Bootsverleih. Oh, was macht's denn jetzt wieder? Da habe ich den Namen aus Versehen, mit. Egal. Musste mir den Extrem schicken, weil der musste das ja einreichen. Meine 7 waren ja voll an dem Tag. Steganlage mit Bootsverleih hier. Da wusste ich nicht, wird das was, wird das nichts. Ich fand es eigentlich cool. Hier stehen das ganze Jahr über Boote zur kostenlosen Nutzung bereit. Haben wir hier den Bootsverleih direkt gemacht und als Umgebungsbild nochmal weiter weg, dass man den ganzen See sieht, die Zäune, die Boote, die da rumstehen. Wurde leider abgelehnt, ist aber auch nicht weiter tragisch. Dafür konnte ich mal auf das Boot draufklettern und habe auf hoher See die Folge genannt. Dafür hat es sich auch gelohnt. Und dann haben wir das Café Seeblick. Da war so ein altes Café, wo jetzt auch noch gegrillt wird immer, wo man wo Feierlichkeiten stattfinden, wo die Leute sich zusammen wuseln. Kleines Café, was einlädt zum gemütlichen Zusammensitzen, bietet einen Innenbereich mit Grill und Theke. Da war dieses Schild davor an der Tür, das haben wir abgescreent. Café Seeblick wurde nicht akzeptiert. Hier seht ihr das Gebäude als Ganzes. Aber auch hier hat der Extrem einfach nochmal das Ganze eingereicht. Segelboot Seeblick. Verschönerung des Gebäudes am Waldsee mit einem handgefertigten Segelboot. Wurde also nachträglich trotzdem akzeptiert. Erst abgelehnt, dann akzeptiert. Ihr seht, bei manchen Sachen lohnt es sich wirklich nochmal nachzuhaken. Und wo wir gerade dabei sind, was abgelehnt wurde und auch akzeptiert. Der Bolzplatz Bürten ist mittlerweile nun auch da. Der wurde ja in der ersten Folge abgelehnt. Keiner wusste warum. Wir haben ihn einfach nochmal eingereicht. Bolzplatz Bürten ist jetzt auch ein Stop, ist im Spiel. Und das Gute ist, wenn ihr hier schaut, habt ihr jetzt zwei Pokestops nah beieinander, nämlich den Spielplatz und den Bolzplatz. Das ist also sehr cool. Wenn man da mal auf dem Spielplatz ist, mit einem Kasten Bier eine Runde chillt, kann man gleich zwei Lokmodule anmachen. Hier vorne noch eine Arena dabei. Das ist also eine gute Sache. Bolzplatz immer nochmal einreichen. Das Segelboot haben wir auf gut Glück nochmal probiert. Diesen Bootsverleih, ich glaube, den muss man nicht nochmal einreichen, das kann man einfach getrost sein lassen. Die restlichen Sachen hier sind ja auch akzeptiert, sind reingekommen. Das, was sonst noch abgelehnt wurde, war diese Willkommenstafel, die aber auch nochmal eingereicht wurde. Und dann bleibt nur noch dieses Big Bad Motel übrig, was halt auch Quatsch ist. Ich meine, im Endeffekt, wer will da spielen, wer will da hin? Das gibt so viele, die gesponsert sind, wo auch noch ein Emblem drauf ist von Lions North oder irgendwas. Haben wir hier in Hildburghausen überall. Und das muss ja nicht. Man sagt immer, Insektenhotels gehen, aber wenn es dann so verwuchert da aussieht, vielleicht sollte man mal mähen und nochmal Fotos machen. Aber würdet ihr das Insektenhotel nochmal einreichen oder würdet ihr es einfach so durchgehen lassen? Trotzdem haben wir ja von den ganzen Sachen jetzt, also eins, was nicht... Zwei Sachen. Zwei, die nicht angenommen wurden und der Rest wurde ja angenommen, auch beim Mehrfacheinreichen, also das Insektenhotel und der Bootssteg. Ansonsten trotzdem 5 von 7 Stops wieder mitgenommen. Letzte Folge 6 von 7 Stops. Ist also eine gute Sache. Und der nicht angenommen wurde in der letzten Folge, wurde ja diesmal angenommen. Also letzte Folge 7 von 7, jetzt 5 von 7 und schon 3 Arenen. Das war aber immer noch nicht alles, denn wir haben nochmal 7 Stück eingereicht in Bürten und Umgebung. Dazu aber dann eine neue Folge, wo wir vor Ort waren. Das ist nämlich schon fertig, das ist schon gefilmt, wo ihr seht, welche Sachen wir noch gefunden haben. Ob es nochmal eine neue Arena gab, ob es nochmal neue Stops gab. Und ihr könnt natürlich wieder mitraten, was ging durch, was ging nicht durch. So, wann habt ihr das letzte Mal einen Stop eingereicht und habt ihr auch schon mal eine Arena ins Spiel gebracht? Schreibt es mal in die Kommentare, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.